Ich habe endlich Deadpool and Wolverine gesehen und natürlich muss ich mit euch über diesen Film sprechen. Deswegen willkommen zu meiner spoilergefüllten Review zum neuesten MCU-Kinofilm, der gerade in den Kinos läuft. Dieses Video wird meine Meinung zu Deadpool and Wolverine schildern. Alles, was ich gut fand, alles, was ich schlecht fand, mit fetten, fetten Spoilern. Ihr wurdet also gewarnt. Jetzt viel Spaß mit dem Video. Fangen wir also direkt an. Und ich lege direkt los mit den Sachen, die mir gut gefallen haben. Und da gibt es dieses Mal Gott sei Dank ziemlich, ziemlich viel. Das kann man nicht über jeden MCU-Film heutzutage sagen. Denn das Erste, was mir wirklich wahnsinnig gut gefallen hat in Deadpool und Wolverine, sind die zwei titelgebenden Protagonisten. Denn ganz ehrlich, der Hauptgrund oder der Hauptgrund, warum ich mich auf diesen Film gefreut habe, war das Duo von Ryan Reynolds als Deadpool und Hugh Jackman als Wolverine. Und ich wollte einfach eine lustige Dynamik mit den beiden haben. Ich wollte extrem viel und ich wollte einfach einen unterhaltsamen Buddy-Film haben zwischen Deadpool und Wolverine. Und ganz ehrlich, Leute, genau das habe ich bekommen. Also ich bin sehr, sehr zufrieden. Ich finde, die Dynamik von den beiden Schauspielern ist einfach fantastisch. Und dieses Duo ist einer der besten im gesamten MCU. Also wirklich diese Hassliebe, die die beiden haben, die hassen sich am Anfang, dann streiten sie immer wieder, sie kämpfen immer wieder gegeneinander und ihre Kämpfe waren auch wirklich fantastisch. Und am Ende werden sie eigentlich zu Brüdern und kämpfen Seite an Seite und opfern sich, sage ich mal in Anführungszeichen, für das Multiversum. Das ist einfach eine sehr, sehr süße, sehr schöne Entwicklung von diesen beiden Figuren. Ich finde, die passen wirklich wie die Faust aufs Auge. Ich finde, dieses Duo ist einfach fantastisch. Und Ryan Reynolds, der Deadpool-Schauspieler, hat ja wirklich jahrelang versucht, Hugh Jackman als Wolverine dabei zu haben. Er wollte seit einer langen, langen Zeit einen Team-Up-Film mit Wolverine haben, also mit Hugh Jackman als Wolverine. Aber Hugh hat immer abgelehnt, aber dann hat er irgendwann endlich Ryan angerufen und gesagt, dass er doch noch Lust hat, Wolverine zu spielen. Und ich bin einfach so froh, dass das geklappt hat, denn ganz ehrlich, das Warten hat sich gelohnt. Und dieses Duo hat für mich eigentlich den Film komplett gemacht. Und es ist wirklich so mein Highlight gewesen. Ich finde, von Anfang bis Ende ist das ein fantastisches Duo, eine fantastische Freundschaft. Und ich hätte nichts dagegen, dieses Duo nochmal in der Zukunft zu sehen. Und ich habe es gerade angesprochen, ein bisschen, die Action in diesem Film ist einfach fantastisch. Und ganz ehrlich, es kann daran liegen, dass ich den Film erst vor kurzem gesehen habe, aber ganz ehrlich, zum jetzigen Zeitpunkt sage ich, Deadpool und Wolverine hat mit so die beste Action im gesamten MCU. Ich sage nicht, dass es die beste hat, aber wirklich mitunter ist das die beste Action, die ich jemals im MCU gesehen habe. Also wirklich die brutale, blutige R-rated Action passt einfach zu Deadpool. Ich bin so froh, dass der Film immer noch ein R-Rating bekommen hat, also bei uns FSK 16, und dass man immer noch sich getraut hat, denn der Film ist unfassbar blutig, vulgär und brutal und das passt einfach. Auch einen R-rated Wolverine zu sehen macht immer wieder Spaß, wie er dann mit den Krallen alle Leute blutig totschlägt. Das ist einfach die Essenz von dieser Figur. Und das zusammen mit einem brutalen Deadpool ist einfach fantastisch. Und die Action ist wirklich toll. Es ist richtig, richtig gut choreografiert. Es macht Spaß, sich anzuschauen. Es ist sehr kreativ an sehr vielen Stellen. Und wie gesagt, es macht einfach Spaß. Sei es die Opening-Sequenz, also die erste Action-Szene im Film, ist mit eigentlich die beste im gesamten MCU, wie wir Deadpool sehen, wie er mit dem Skelett von Logan gegen diese TVA-Soldaten kämpft und sie auf brutalste Weise umbringt. Alleine das war schon absolut legendär. Aber dann auch die Kämpfe zwischen Wolverine und Deadpool, sei es im Void oder auch im Auto in diesem Honda Odyssey, was unfassbar unterhaltsam war. Aber auch für mich die beste Szene im Film, glaube ich, die Szene als Deadpool und Wolverine mit seiner comic-akkuraten Maske, die wir auch bekommen haben, was fantastisch ist, die beiden gegen die gesamte Deadpool-Armee an Varianten. Diese Szene mit Madonnas Like a Prayer im Hintergrund ist für mich einfach so das Beste. Das ist eigentlich alles, was ich jemals in einem Marvel-Film sehen wollte. Das als One-Take zu haben, was ohne Schnitte einfach gefilmt wurde, das war einfach unfassbar gut und es ist eine unfassbar gut choreografierte Actionsequenz, das muss man einfach so sagen. Und da haben einfach alle Leute, die mitgewirkt haben, einfach 100% abgeliefert. Das heißt, die Action ist für mich wirklich auch einer der Highlights in diesem Film gewesen. Und ich bin extrem zufrieden damit. Und das ist wirklich eine 10 von 10 Action-Sache. Und ich liebe jede einzelne Sequenz in diesem Film. Jede Kampfsequenz ist unfassbar gut gemacht. Und es macht einfach richtig viel Spaß, sich das anzuschauen.
Und ich schaue Deadpool-Filme eigentlich wegen guter Action und auch gutem Humor. Und jetzt hatte ich im Vorhinein ein bisschen Angst, dass der Humor durch das MCU, durch Disney ein bisschen eingeschränkt wird. Aber Gott sei Dank lag ich falsch, denn der Deadpool-Humor in diesem Film ist wirklich auch so lustig wie noch nie zuvor. Also es gibt immer noch extrem viele ekelhafte, vulgäre Witze, die nicht für das jüngere Publikum gemacht sind, was einfach zu Deadpool passt. Aber es gibt so unfassbar viele Seitenhiebe gegenüber Disney. Disney und Fox und auch das MCU an sich. Also es gibt Witze, da sagt Deadpool, hey, willkommen ins MCU, obwohl du gerade an einem Tiefpunkt einsteigst. Und dann gibt es Sachen, da sagt er, können wir bitte aufhören mit dem ganzen Multiversumszeug? Es macht keinen Spaß mehr. Ein Deadpool sagt irgendwas davon, dass alle Marvel-Projekte nach Endgame konstant gut waren, was natürlich ironisch gemeint war. Und es gibt so viele Witze gegenüber 20th Century Fox und gegenüber Disney und gegenüber der aktuellen Lage des MCUs, was keine gute Lage ist. Und das ist einfach so verdammt Meta. Es ist so lustig. Es ist so geisteskrank selbstbewusst. Und das liebe ich einfach. Also der Humor, das Drehbuch sitzt einfach von so einer Perspektive heraus gesehen. Das heißt, der Humor sitzt. Ich habe mich wirklich totgelacht. Das hatte ich seit langem nicht mehr in einem MCU-Film. Und das macht mir einfach richtig viel Freude, dass dieser Deadpool-Humor genauso geblieben ist wie früher. Der Humor ist vulgär, er ist erwachsen, er ist brutal, er ist lustig. Das ist das Wichtigste. Also wirklich, nahezu alle Jokes landen bei mir. Es gibt so viele Referenzen. Es wird Blake Lively, also Ryan Reynolds' Ehefrau, angesprochen. Es wird Gossip Girl angesprochen, wo Ryan Reynolds Ehefrau mitgespielt hat. Und dann gibt es noch so viele Witze über Wesley Snipes als Blade, über Channing Tatum als Gambit. Es wird Daredevil angesprochen, es wird Hugh Jackmans Scheidung angesprochen, was sehr krass ist. Und es gibt einfach so viele kleine Witze, die man auf dem ersten Blick gar nicht verstanden hat. Aber je mehr man drüber nachdenkt, desto cleverer sind sie. Also Action 10 von 10 und Humor genauso. Also der sitzt und das macht mich mega happy. Und ich habe sie gerade ein kleines bisschen angesprochen, denn einer der weiteren Gründe, warum dieser Film einfach richtig gut bei mir ankam, sind, ich sag nicht mal nur die Cameos, sondern generell die Tatsache, dass dieser Film wirklich wie ein feuchter Traum für Marvel-Fans ist. Muss man in Deadpool-Manier einfach so sagen. Also wirklich, das ist der Traum von Marvel-Fans, von Marvel-Nerds, die mit den ganzen Fox-X-Men-Filmen aufgewachsen sind. Wir haben so viele Comic-Easter Eggs. Wolverine hat endlich seinen comic-akkuraten Anzug bekommen mit seiner comic-akkuraten Maske, was wirklich fantastisch aussah im Film, meiner Meinung nach. Es hat 20 Jahre gedauert, aber jetzt haben wir es endlich gesehen und es ist fantastisch. Es gibt so viele Comic-Easter Eggs. Wir sehen kurz, wie Wolverine gegen den Hulk kämpft, genau wie in den Comics, was Fans auch seit Jahrzehnten sehen wollten. Henry Cavill taucht kurz als eine Wolverine-Variante auf und natürlich, es gibt so viele krasse Cameos. Chris Evans taucht auf, nicht als Captain America, sondern als seine erste Marvel-Rolle, Johnny Storm, aus den Fox Fantastic Four-Filmen. Wir haben Wesley Snipes als Blade, wir haben Jennifer Garner als Elektra, wir haben Channing Tatum als Gambit, was mein Lieblings-Cameo war, weil Channing Tatum seit Jahren Gambit spielen sollte. Aber 20th Century Fox hat es als Studio verkackt, diesen Film zu produzieren. Und deswegen konnte er nie diese Figur spielen, was natürlich sehr traurig war. Aber jetzt hat Ryan Reynolds es möglich gemacht und wir haben Channing Tatum als Gambit gesehen. Und das sind nur ein paar kleine Cameos. Aber keine Sorge, in den nächsten Tagen kommt ein ganzes Video dazu, wo ich alle Cameos in diesem Film erkläre. Also schaut auf jeden Fall dort gerne vorbei. Aber das sind so die größten in der kleinen Zusammenfassung. Und ich fand die Cameos, die sitzen einfach. Das war wirklich so eine Art Liebesbrief an die alten Marvel-Filme, also an die Marvel-Filme, die vor dem MCU rausgekommen sind, wie die X-Men-Filme, die Fantastic Four-Filme, Daredevil aus dem Jahr 2003, Blade aus den 90ern noch. Also das war wirklich wie so ein Liebesbrief an die alten Marvel-Filme, an die alte Ära von Marvel-Filmen. Und das fand ich einfach richtig schön. Auch zum Beispiel im Abspann, in den Credits, diese Behind-the-Scenes zu sehen von Hugh Jackman als Wolverine oder von einem jungen Ryan Reynolds als Deadpool. Das war auch richtig, richtig süß und einfach sehr, sehr schön gemacht. Einfach mal mit Green Days, Good Riddance, also It's the Time of Your Life, auch ein wunderschöner Song, mit den Behind the Scenes von den ganzen Fox X-Men und den ganzen Marvel-Filmen da zu sehen. Das war auch eine richtig schöne
Idee und ein schöner Abschluss für die Fox-Ära von Marvel. Und generell ist das wirklich so der Abschluss von der Fox-Ära. Es ist ein Abschied für die ganzen Marvel-Fox-Figuren, zumindest für jetzt. Und das fand ich halt eben mega gelungen. Und deswegen ist das für einen Marvel-Fan oder für die Hardcore-Comic-Fans wirklich ein Traum, der jetzt in Erfüllung geht. Und das muss man einfach genauso sagen. Und deswegen ist das ein weiterer Pluspunkt, warum Deadpool und Wolverine einfach richtig gut geklappt hat. Es gibt auch Schwächen und zu denen komme ich jetzt, denn ganz ehrlich, ich muss sagen, es gibt eine wirklich große Schwäche in diesem Film und das ist die Story. Ich weiß, das ist ein Deadpool-Film und ich bin ehrlich, ich schaue Deadpool-Filme nicht wegen einer guten Story. Also ganz ehrlich, die Story vom ersten Film oder auch generell auch vom zweiten Film, die sind beide ziemlich dumm und sehr dämlich. Und deswegen, ich gucke Deadpool eigentlich nur wegen Humor und Action und weil ich Ryan Reynolds in der Rolle liebe. Aber ich erwarte jetzt keine richtig gute Story und das haben wir auch hier als Problem. Also die Story ist ziemlich aus dem Arsch gezogen, muss man wirklich so sagen. Es gibt ziemlich viele Logiklöcher, ziemlich viele Sachen, die einfach so passieren, ohne wirkliche Begründung. Und ganz ehrlich, wir haben so viele Elemente in diesem Film, dass es für 2 Stunden einfach zu viel ist. Also wir haben die TVA, wir haben Cassandra Nova, wir haben die ganzen Cameos, wir haben die ganze Wolverine-Kiste, wir haben die ganze Deadpool-Kiste, wir haben so viele Sachen, die hier passieren, dass es sich manchmal wie ein bisschen zu viel anfühlt. Aber irgendwo, ja, es passt irgendwie zum Film, es passt zur absolut dämlichen Natur von Deadpool und das finde ich auch gut so, aber die Story ist wirklich keine richtig gute und der Film glänzt eher mit Action und Humor, aber auf jeden Fall nicht mit der Story, muss man einfach so sagen, wie es ist. Aber insgesamt kann ich trotzdem sagen, ich bin extrem positiv aus dem Kino rausgegangen und ich gebe Deadpool und Wolverine insgesamt am Ende eine wirklich starke 8 von 10 und das ist echt einer der besseren oder besten Marvel-Filme seit Endgame, denn in letzter Zeit ist das MCU wirklich schlecht und dann haben wir halt wirklich unseren Marvel-Jesus Deadpool, der uns ein kleines bisschen gerettet hat. Ich bin auf jeden Fall sehr, sehr glücklich mit diesem Film. Ich freue mich extrem darauf, den nochmal zu gucken, sei es auf Disney Plus oder sonst wo. Und ich muss sagen, ich bin extrem happy. Also Ryan Reynolds hat abgeliefert, Hugh Jackman hat abgeliefert, Shawn Levy als Regisseur hat abgeliefert und dieser Film ist einfach ein Traum für uns Marvel-Fans, bezüglich für die Fans von der Fox-Marvel-Ära. Es gibt fantastische Action und wirklich unfassbar lustige Witze, aber dafür keine so gute Story. Insgesamt aber trotzdem ein wirklich guter Film und ich wurde sehr gut unterhalten für diese 2 Stunden und das ist für mich wirklich so der perfekte Marvel-Sommer-Blockbuster. Ich bin auf jeden Fall sehr glücklich. Und schreibt mal gerne in die Kommentare, was ihr von Deadpool und Wolverine gehalten habt. Hat euch der Film genauso gut gefallen oder fandet ihr den noch besser oder noch schlechter? Eure ganzen spoilergefüllten Meinungen gerne unten in die Kommentare. Das war's für dieses Mal. Macht's gut. Euer Superlogi. Bis zum nächsten Mal. Und ciao.